Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Alter Platz, neues Auto. Und zwar der neue Toyota CHR. Ja, ich fahre Toyota. Eine Marke, mit der ich mich nie beschäftigt habe. Seit ich den Supra euch vorgestellt habe. Und ja, den neuen CHR, den finde ich doch auch interessant. Deswegen habe ich uns den mal auf Black Forest Drive geben lassen und habe ihn mir, ich wurde gerade von einem Tannenzapfen von diesem Baum beworfen. Und den haben wir dort auch schon vorgestellt, könnt ihr also gerne mal vorbeischauen. Mal die Front, die ist ein bisschen anders, auch nochmal zum Vor-Facelift. Die Nebelscheinwerfer sind hier nach außen gerückt. Wir haben ein neu designte LED, Voll-LED-Scheinwerfer. Die Blinker sind etwas in die Breite gerutscht, also das sind die größten Blinker, die ich je gesehen habe. Der fängt hier an und geht dann bis da nach außen, halt hier hin. Also hier endet der erst. Das ist schon krass. Dann, das ist auch alles LED, das passt. Jetzt, was macht dieses Fahrzeug aus? Ich finde die Form. Denn wir haben ganz viele SUVs in dieser Größe, ja, und auch der ist wieder so zweifarbig mit diesem, wir haben die Orange Edition, das heißt dieses Inferno-Orange mit schwarzem Dach, coole Felgen. Das macht ihn nicht aus, das gibt es viel, gerade in dieser Klasse, Seat Arona, es gibt alle, ja, die zweifarbig sind, aber ich finde diese Form so, ich will nicht sagen hässlich, nee, das ist es nicht, sondern so anders, dass er polarisiert raussticht, finde ich. Das fängt hier bei diesen Linien an, das fängt mit diesem Türgriff hier hinten an, das fängt mit diesem Spoiler an, mit diesem Spoiler, der die Lampen verbindet, mit diesem Scheinwerferdesign, Rückleuchtendesign, auch alles LED. Und wir haben jetzt hier auch dynamische Blinker, das hat sich geändert. Vorne war es früher so, jetzt sind sie nach hinten, dafür vorne keine mehr. Und ja. Also das hat sich so ein bisschen verändert und ich finde den halt irgendwie cool von hinten. Guckt euch das mal an. Ja? Also könnt ihr mal drunter schreiben, was ihr dazu denkt. Rückfahrkamera ist halt hinten außenstehend. Das gefällt mir nicht so gut, aber wir haben hier wieder für so eine Gummimatte. Ja? Das heißt, wenn ihr mal was verträgt, ist es nicht so schlimm. Schaut euch mal diese Form an. Was würdet ihr denken, welche große Person passt hier rein und hat Platz? Ich bin ca. 1,85. Und ich zeige euch das. Ja? Ich war nämlich selbst überrascht. Ich setze mich da mal hin. Der Sitz ist jetzt nicht eingestellt. Deswegen habe ich hier noch ein bisschen mehr Platz. Aber schaut mal hier. Naja gut, das seht ihr jetzt nicht. Dann einfach mal so rum. Also ich habe hier noch Platz, wie ihr seht. Und ich bin ca. 1,85. Natürlich nicht mehr allzu viel, aber ich habe hier noch Platz. Und das hätte ich nicht gedacht. Hier bei dieser Dachform, die so nach unten geht. Das ist schon mal ein großes Lob, dass sie hier Design und Platz vereint haben. Ansonsten muss ich aber auch hier hinten gleich wieder einen Nachteil aussprechen, denn hier hinten lässt die Ausstattung im Gegensatz zu vorne deutlich nach, was Materialien angeht und auch Ausstattung allgemein. Ich habe hier keine Klima mehr, ich habe hier keine Anschlüsse wie USB oder sowas, keine Ablagemöglichkeiten groß. Das finde ich ein bisschen schade und wie gesagt, die Materialien sind halt auch echt schwer, haben nachgelassen hier hinten. Einmal, wenn ich jetzt hier hinten bin, noch die Felge, dass ihr die einmal gesehen habt. So sieht die aus, 18 Zoll, gibt aber auch noch andere 18 Zoll Felgen. Genau, also hier steht das Wörtchen Hybrid. Ja? Und es ist wie gesagt ein Vollhybrid. Was ist ein Vollhybrid? Es gibt ein Hybrid, es gibt ein Plug-in-Hybrid, es gibt Vollhybrid. Vollhybrid heißt, er lädt sich selber auf, gibt kein Kabel. So, Freunde, und dann fahren wir auch los. Ja, ganz klar. Ich hoffe, dass ihr heute wieder hängen bleibt bei den letzten Drehs. Seid auch runtergeflogen ein paar Mal, von dem her Chapeau, Chapeau, dass es klappen wird. Ich schalte den Motor einmal an. Und ihr werdet erstmal nichts hören, denn er startet immer im Elektromodus. Ich gehe hier auf D und je nach dem Füllstand der Batterie geht er dann gleich in den Verbrenner. Ansonsten dauert es einen Moment. So, Klima werde ich so ein bisschen runterfahren, damit ihr mich auch hört, weil ihr direkt über der Klima sitzt. Genau. Auto-Hold-Funktion, wie gesagt, immer neu betätigen, verstehe ich einfach nicht, ist einfach umständlich gemacht. So. Wir werden jetzt ein bisschen diesen Feldweg fahren und dann auch
Autobahn, habe ich ja schon gesagt. Landstraße. Einfach alles abwickeln damit. Und wir fahren immer noch elektrisch. Die Batterie ist also sehr voll und ihr hört, ja, sehr elektrisch. Jetzt gebe ich mal ein bisschen Gas und hört ihr, dass der Verbrenner zuschellt. Dann ist es ein bisschen lauter. Jetzt muss man dazu sagen, in diesem Fahrzeug ist ja auch ein Planetengetriebe verbaut. Das heißt, es ist stufenlos. Und das hört sich, das gebe ich völlig zu, für den Laien von Toyota, also der noch nie in Toyota gefahren ist oder auch sich mit Toyota nicht auseinandersetzt, für den Laien hört sich das erstmal, wenn man Gas gibt, ein bisschen komisch an. So nach dem Motto, der dreht hoch und schält nicht mehr runter. Einfach mal demonstrativ. Genau. Das mag sich vielleicht für den, wie gesagt, Toyota-Anfänger so anhören, ist aber natürlich gar nicht so. Das kommt halt eben durch dieses stufenlose Getriebe. Es ist halt, ja, ich sag mal, da hat man sich dran gewöhnt. Also selbst ich hatte das Fahrzeug erst eine Zeit lang, habe mich da dran gewöhnt. Ich kenne aber Toyota auch schon länger. Wir haben euch den Corolla vorgestellt, den neuen. Wir haben euch, was haben wir euch denn noch? Den Camry vorgestellt. Und ich bin ziemlich froh, dass wir jetzt mit Toyota selbst zusammenarbeiten. Denn da kann man das Auto doch noch mal ein bisschen länger erleben. Und ich bin auch gespannt, was wir da noch von Lexus machen. Denn der neue ES, der sieht ja mal richtig gut aus, ne? Dieses Luxusschiff von Lexus. Ich hoffe, dass wir den auch bald mal fahren dürfen mit den digitalen Spiegeln. Das wäre schon so ein bisschen mein Favorit als nächstes. Aber jetzt bleiben wir natürlich hier mal beim CHR. Das Fahrwerk wurde nochmal überarbeitet, ja? Speziell aber hier für unseren Motor. Motoren habe ich ja noch nicht mit euch drüber gesprochen, mache ich immer während dem Fahren. Wir haben den 184 PSler, das ist der größte, und dafür wurde eben das Fahrwerk überarbeitet. Es gibt noch einen 116 oder einen 106 PSler, auf jeden Fall was niedrigeres. Das ist dann kein Hybrid, sondern der reine Verbrennermotor, und da könnt ihr dann aber auch schalten dafür, also ein manuelles Getriebe. Ja. Jetzt gibt es dann noch einen 122 PSler und der ist dann der kleine Hybrid, also das ist dann auch wieder ein Hybrid. So, wir haben jetzt aber hier den 184 PSler und da wurde eben das Fahrwerk überarbeitet. Und das hat man jetzt hier auf dem Feldweg sehr gut gemerkt. Es ist sehr komfortabel abgestimmt, denn ich merke Unebenheiten eigentlich so gut wie nicht. Und das finde ich doch recht cool gemacht. Ansonsten auf der Landstraße fährt er sehr souverän. Ich kann es aber auch mal sportlich knacken lassen mit diesem Motor. Es ist eigentlich so ein Allrounder. Ich kann eigentlich alles mit dem abwickeln. Ja. Ich habe auch genug Platz. So. Es gibt eigentlich von den technischen Daten bei dem hier nur einen Kritikpunkt. Und das ist tatsächlich ein Kritikpunkt. Denn die Anhängelast, die ist halt jetzt nicht wirklich riesig. Die habe ich jetzt noch im Kopf. Die liegt bei 700, ich meine 25 Kilo. Egal, ob ihr einen gebremsten oder einen ungebremsten Hänger fahrt. Und das ist halt echt nicht viel, denn die normale Lorm ungebremst liegt ja schon bei 750, also drüber. Und ja, also das ist echt ein bisschen blöd gemacht, denn ja, da kann man halt echt wenig anhängen und das können andere dann doch manchmal auch besser. Aber ansonsten, die Anlage ist gut, die Materialverarbeitung ist gut, das während dem Fahren macht es Spaß. Und dann eben, was mich so verblüfft oder was ich cool finde, das können natürlich auch andere mit dem Plug-in-Hybriden mittlerweile sehr gut, ich bin sehr auf den Volvo gespannt, ist eben diese Vollhybrid-Technik, die hier Toyota an den Tag legt. Das finde ich, machen sie wirklich gut, denn man muss sagen, man hört, die Übergänge sind sehr flüssig. Es wird mir lediglich durch so eine Lampe angezeigt, fahre ich jetzt elektrisch oder fahre ich nicht elektrisch. Ansonsten merke ich es nicht. Und der Übergang ist also, wie gesagt, sehr flüssig. Und das unterstützt schon sehr. Ich habe hier einen Durchschnittsverbrauch, ich hatte es beim Dreh schon gesagt, von 5,2 Litern. Das ist für ein SUV echt in Ordnung. Natürlich ist es jetzt kein Riesen-SUV wie Explorer, ja? Aber der ist ja auch viel größer und der ist angegeben mit 2, irgendwas Litern, das kann ja keiner erreichen. Aber 5,2, und ich bin mir sicher, es werden auch welche mit 4,9 und 4,8 schaffen, denn ich bin nicht der sparsamste Fahrer, obwohl ich es probiert habe.
Und das ist ja phänomenal. Ja, das ist ein super Wert. Und nee, also da, das passt. Platz habe ich sogar hinten, hat mich auch verblüfft. Und eben diese Hybridtechnik macht Toyota seit Jahren lang. Und das schon wirklich gut. Also wie ihr seht, es gibt nicht nur Kritik. Und wenn man über die Form hinweg ist draußen, ist es durchaus ein Auto, wo man sich mal über einen Kauf überlegen sollte. Und das sage ich. Und ich bin einer, der mit Toyota, wie ich es am Anfang an schon gesagt habe, nicht so viel am Hut hatte. Ja, so ist das eben. Man ändert seine Meinung, wenn man hier diesen Job macht. Man kriegt viele Meinungen mit, man kriegt viele Auto und Eindrücke mit und das ist ein gutes Auto. Das meine ich wirklich so. Die Form ist eine Geschmackssache, da kann ich euch auch gar nicht viel zu sagen. Ich habe es euch ja draußen schon so ein bisschen gesagt. Vorne, ja, hinten finde ich ihn so anders und so rausstechend, dass ich das schon cool finde. Gerade auch in der Farbe, deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass Toyota uns den in der Orange Edition gegeben hat. Ich finde, das passt wie die Faust aufs Auge. So eine unglaublich andere Form, die so raussticht, wo man sagt, was ist das? Mit einer Farbe, wo auch raussticht, zack, da sieht man ihn, ja. Und das passt wirklich. Jetzt ist es natürlich so, es gibt auch normale Farben, genau das wollte ich noch sagen. Es gibt ganz viele normale Farben. Man kann das Dach auch silber machen. Man kann den auch, ich sag jetzt mal, ja, langweiliger gestalten, wie jetzt zum Beispiel den, wo wir jetzt hier haben. Aber ich sag nur, ich finde die Farbe, die ist so passend wie nur irgendwas. Ne? Und jetzt ist hier wieder eine Umleitung. Ich frage mich, wie lang die ist. Regt euch das auch immer auf, wenn sie nichts fertig bekommen. Die reißen immer irgendeine Straße auf und parken dann irgendeinen Bagger da und dann bleibt der da erstmal stehen. Das sieht dann so aus, als sie da arbeiten, aber die arbeiten da gar nicht wirklich und haben 500 andere Baustellen und machen aber nichts fertig. Macht doch erstmal eins fertig und geht dann zur nächsten Baustelle. Das wird uns ja seit der Schule beigetrichtert. Eins nach dem anderen machen die nicht. Die reißen erstmal auf, man kommt nicht mehr durch, kann Umleitungen fahren, bleibt so. Meistens machen sie es dann sogar noch so geschickt bis Oktober, November. Ach, Winter, Schnee, hoppla, doch, muss man warten bis März. Also das ist so eine Sache. Es gibt einiges im Straßenverkehr, das man ändern müsste. Zum Beispiel, ich laber mit euch jetzt mal kurz was Internes. Es geht jetzt kurz nicht mehr um den CHR. Aber das ist ja der Vorteil auf diesem Kanal. Ich rede da persönlich mit euch. Hier geht es ja mehr auch so ein bisschen, dass ihr mal ein bisschen was von mir kennenlernt. Wir wohnen in der Nähe, wo ein großes Aldi-Lager ist. So. Und wir haben ein großes Luxushotel auch in der Nähe. Also ja, in der Nähe ist jetzt auch zu viel gesagt, aber 20, 30 Kilometer. Und dieses Luxushotel gehört eben auch Aldi. So, und dort wurde ein Kreisverkehr zwischen dieses Hotel und dieses Lager von Aldi, wurde ein Kreisverkehr gebaut. So, jetzt hat die Stadt aber gesagt, den wollen wir nicht zahlen, sondern die Bauarbeiten müsste Aldi übernehmen. Jetzt fragt ihr euch, warum erzählt er uns überhaupt das Ganze? Das liegt auch am Staat, dass das immer so lang geht, ne? Weil die da nicht hinterher sind, die gucken nicht danach. Das geht halt so lang, wie es so lang geht mit diesen Straßenbauarbeiten und die gucken nicht danach. Und deswegen habe ich das festgestellt, weil Aldi hat diesen Kreisverkehr gezahlt. Der war nichts, also in 0, nichts war der fertig. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Aldi da hinten dran war. Die haben gesagt, der ist da fertig und ab dann zahlen wir einfach nicht mehr. Punkt. Und dann haben die natürlich auf das Datum hin den fertig gemacht, so. Und der Staat sagt, ja, wenn es halt fertig ist, ist es halt fertig, wir zahlen. Und wenn da der Staat auch sagen wird, wir brauchen da und da eine neue Straßenbelag, der ist aber in 2 Monaten fertig, ansonsten könnt ihr halt jeden Tag einzeln selber bezahlen, dann würde das alles viel schneller laufen, bin mir ziemlich sicher. Aber jetzt genug vom Straßenbau, gehen wir wieder zurück auf den Toyota. Es gibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen, wie dass ich das wirklich ganz cool finde. Ich habe jetzt hier die Anzeige, die seht ihr jetzt natürlich hier nicht. Und das zeigt mir jetzt an, dass ich halt gerade eben nicht sparsam fahre. Ich gebe natürlich gerade ein bisschen Gas und dann entlade ich die Batterie auch ein bisschen. Wenn ich jetzt aber komplett vom Gas gehe, wird es komplett grün und ich lade die Batterie wieder. Und das ist halt so ein Ding, das lernt man mit Toyota auch so ein bisschen, dieses Vorausfahren, schauende Fahren. Wenn ich zum Beispiel jetzt mit meinem, ich fahre privat einfach einen normalen BMW 3er,
wenn ich mit dem fahre, dann fahre ich mit dem Bremskurs. Also mein Fahrstil ist zumindest so, wenn jetzt zum Beispiel ein Kreisverkehr kommt, dann fahre ich 50 bis zum Kreisverkehr, bremse dann hart ab, fahre um den Kreisverkehr und gebe wieder Gas. Das ist natürlich nicht vorausschauend, sollte man auch mit Vorrenner eigentlich nicht machen, weil der Bremsverschleiß und so weiter, ich weiß, aber mit dem Toyota oder allgemein mit so einem Hybrid lerne ich mich immer dann nochmal um. Und ich fahre jetzt vorausschauend. Wenn dann ein Kreisel kommt, lasse ich dahin rollen. Ortseingang, ich lasse dahin rollen. Und da kann man halt unheimlich viel sparen an Benzin und das macht es auch Spaß und es geht mit dem Fahrzeug auch wirklich gut. So. Jetzt sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende. Das Einzige, was jetzt ja noch gefehlt hat, ist hier Autobahn und die machen wir jetzt auch. Hier geht es nämlich auf die Autobahn drauf. Ich brauche nur die zweite Ausfahrt oder Einfahrt ist es ja in dem Fall. Wir fahren aus der Bundesstraße raus und in die Autobahn rein. Also es ist eine Aus-Einfahrt, um einfach so ein bisschen auch die Geräuschentwicklung zu sagen. Es kommt immer darauf an, was wir für ein Auto besprechen. Bei dem Auto geht es jetzt zwar eher um Windgeräusche auf der Autobahn, wenn ich nämlich Autobahn mache. Ist jetzt mehr Zufall, sonst würde ich das mit dem Auto wahrscheinlich gar nicht machen. Wenn ich aber ein sportliches Auto habe, wie ich habe euch jetzt vor kurzem den Cupra Ateca Limit Edition abgedreht, den werdet ihr also wahrscheinlich auch schon gesehen haben, dann war ich auf der Autobahn, um das Sportliche hier zu zeigen. Macht ja auch Sinn. Auch auf meinem Arbeitsweg, hatte ich euch ja gesagt, wo ich jetzt arbeite, habe ich auch Autobahn jeden Tag auf meinem Weg. Und da kann ich diese Testwagen natürlich auch mal ausreizen, was ich auch mal mache. Nicht nur, weil es Spaß macht, sondern auch eben, um solche Dinge auch mal zu sagen. So, jetzt gebe ich auch noch mal Gas. Wir fahren jetzt exakt 94. 120. 130. Und 140. Also es geht relativ schnell, weil wir haben ja auch einen ganz guten Motor. Er springt zurück auf Eco, denn ich gebe ja nicht viel Gas und versucht eben gleich wieder ein bisschen Energie zu sparen. Windgeräusche sind in Ordnung. Ich bin auch noch nicht schneller gefahren. Ich schätze aber ab 160 merkt man es dann doch schon deutlich. Weil es ist ja doch so eine kleine Kugel, aber die halt doch trotzdem ein bisschen vom Wind blockiert wird. Nee, also rundum auch ein cooles Auto beim Fahren. Wie gesagt, ein Lifestyle-SUV, sage ich dazu immer, wenn man zwei Farben haben kann. Er bietet viel Individualisierungsmöglichkeiten. Jetzt habe ich das Wort. Er bietet ein paar Motoren. Zwei davon sind sogar Vollhybride. Er bietet die aktuelle Technik von den Assistenten. Und da vorne ist ein Unfall passiert. Da haben wir nämlich Blaulicht. Soll uns aber nicht abhalten, oder? Und wir haben halt einfach auch die aktuelle Technik eben verbaut und das passt schon. Also ich habe eigentlich nicht viel, also wenn einem die Form natürlich gefällt, nicht viel, was einen da stören könnte. Ist gar kein Unfall. Da ist einfach nur stehen geblieben. Ja. Soll es geben, ne? Ist ja mittlerweile auch verboten. Ich weiß nicht, wie lange schon, aber ist ja verboten, wenn man wegen Benzin zum Beispiel, also wenn man kein Benzin mehr hat, auf der Autobahn stehen bleibt, gibt eine Strafe. Ne? Vielleicht war das ja der Fall. Das soll es gewesen sein. Ich will es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen, hier mein Fahreindruck. Auf jeden Fall cooles Ding, auch in dieser Farbe. Orange Edition ist aber limitiert. Also wenn ihr jetzt das Video seht, ich hoffe, ich kann es relativ schnell machen, dann müsst ihr halt da eine relativ schnell zu eurem Händler gehen und denke ich zugreifen. Die ist nämlich immer am Anfang von so einem neuen Auto limitiert, ich weiß nicht wie lang. Aber es ist auf jeden Fall eine zeitliche Limitierung und keine Stückzahllimitierung. Genau. Ist im Wiederverkauf vielleicht auch nochmal interessant, aber ansonsten muss einem halt die Farbe, denke ich, gefallen, sonst macht das Ganze keinen Sinn. Weil die Farbe gibt es bei den anderen Ausstattungslinien zum Beispiel nicht. Gut, also Freunde, das war's. Jetzt spreche ich nochmal kurz Fazit über dieses Auto. Ansonsten stellt hier alles drunter, was ihr wissen wollt. Ich hoffe, euch gefällt mein Zweitkanal. Viele haben auch schon drunter geschrieben, oder viele nicht, einer. Dass eine schlechte Kamera und so weiter ist. Ich weiß, dass alles hier nicht perfekt ist. Den Anspruch habe ich hier auf diesem Kanal auch ehrlich gesagt nicht, muss ich euch wirklich sagen. Ich will das mehr aus dem Bauch raus machen, ich will das mehr so aus dem
ah, jetzt habe ich noch Bock auf ein Video, dann schnappe ich einfach mein Handy und spanne es hier ein und laber mit euch. Ich weiß, es gäbe 100 geilere Sachen. Ich könnte selbst die Kamera vom Black Forest Drive dafür nehmen. Aber irgendwie nimmt es diese Persönlichkeit weg. Ich werde mir das jetzt eine Weile anschauen. Wenn die Qualität natürlich extrem drunter leidet, dass sie mich gar nicht versteht, denn gerade bei Wind habe ich halt Probleme mit dem Handy, dann werde ich mir da schon was anderes überlegen. Es soll ja auch Spaß machen beim Zuschauen. Wenn ich natürlich nur von Geräuschen unterbrochen werde, würde ich es auch nicht gucken. Aber das soll den Kanal ja ein wenig ausmachen, ein bisschen persönlicher, dass ich auch abschweifen kann. Wo habe ich gedreht oder wie ist zum Beispiel den Straßenbau? Und es geht dann halt natürlich trotzdem noch um dieses Auto, aber halt einfach so ein bisschen persönlicher. Und ich habe auch gezielt, viele haben dann eben gesagt, ja, dann mach doch so wie JP oder mach's doch wie Matze Malmedy. Ja, das könnte ich, aber will ich ja nicht. Denn die gibt's ja schon, warum sollte ich die dann nachmachen? Wenn man guckt den Matze ja, weil er so ist, wie er ist. Wenn ich jetzt nochmal den nachmache, würde das A, keinen Sinn ergeben, weil es den wie gesagt schon gibt. B, ich würde das nicht wollen. Und C, würden auch alle drunter schreiben, voll die Nachmache. Deswegen hoffe ich, dass euch das Kanal-Ding so gefällt, wie ich es mache und wie ich es jetzt aufbaue. Ich hatte erst gesagt, ich werde anschauen, wie mir das gefällt. Oder nee, eben, ich werde erst mal schauen, wie das läuft. Und wenn dann die Abonnentenzahl nach einem Jahr so ist, wie ich mir das vorstelle, werde ich weitermachen. Die Idee habe ich eigentlich schon wieder verworfen. Denn am 1. Januar 2020 habe ich den Kanal gegründet. Sprich, am 1. Januar 2021 müsste ich schauen, haben wir genug Abonnenten oder nicht. Ich habe mir da meine Idee, glaube ich, verworfen, denn ich mache es einfach weiter, weil es mir Spaß macht. Es wird aber, das sage ich weiterhin, Hauptmerkmal Black Forest Drive sein. Da werde ich auch meine Hauptarbeit reinstecken, damit da die Qualität nicht leidet. Und es wird auch nicht jedes Auto, was es beim Black Forest Drive gibt, hier zu sehen geben. Die Testwagen, die wir für längere Zeit haben, so wie den Toyota hier, den wir vom Hersteller haben, die wird es wahrscheinlich alle dann nicht bei mir geben, weil ich die einfach länger habe. Aber wenn wir jetzt gerade mal so ein Projekt machen wie mit diesen Teslas für Black Forest Drive, wo wir zack irgendwo hinfahren, den drehen und wieder zurück, dann wird das wahrscheinlich ja, nicht der Fall sein. Oder auch bei Fahrveranstaltungen werde ich das nicht machen können. Ich werde euch da höchstens wieder mitnehmen wie bei Volvo und das nochmal ein bisschen besser wie damals. Ich denke, das war ein bisschen langweilig auch. Aber so werde ich das dann eher handhaben. So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Beziehungsweise das Fazit, das kommt ja noch. Das soll es gewesen sein, schon wieder von meinem Video über diesen Toyota CHR. Ihr merkt schon, die Videos sind in letzter Zeit nicht mehr ganz so lang. Das hat einfach damit zu tun, dass ich auch wirklich viel weniger Zeit habe. Ich habe einen neuen Job angefangen, neben YouTube natürlich. Ich arbeite bei Mercedes jetzt. Hier bei uns in der Nähe haben die noch ein Testgelände aufgebaut. Ich weiß nicht, wie ihr euch da auskennt, in Immendingen. Und da arbeite ich und fahre die ganzen Fahrzeuge. Also ich mache einfach meinen Job und meine Leidenschaft, was ich ja auch hier YouTube-technisch mache. Deswegen habe ich jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit für YouTube. Und natürlich nehme ich mir die größte Zeit dafür auch Black Forest Drive. Das ist der größte Kanal. Und der Kanal ist einfach nur, wenn ich wirklich am Wochenende noch ein bisschen Zeit habe. Heute ist jetzt auch Samstag. Ansonsten war es eben vom Video und könnt ihr alle eure Fragen hier mal drunter schreiben. Ich habe mich jetzt hier mal hingesetzt. Hier steht er noch. Und von dem her, ja, also das macht mir halt schon auch Spaß. Deswegen zeige ich euch die ganzen Fahrzeuge auch immer noch, weil ich das Auto immer erlebe und ja, macht einfach Spaß zusammen. Ja. Und dann sitze ich hier und schaue auf die Testwagen und kann mich einfach freuen, dass ich das machen darf. Und das war's. Bis zum nächsten Mal mit dem Toyota CHR.